Genau, der weinende Stuhl, wer kennt's nicht? Also wenn bei deinem Stuhl was tropft, würde ich mir Gedanken machen, weil dann hast du ein anderes Problem, als dass dein Stuhl weint. Extra ein Bewusstsein entwickelt, damit auch bei Lumi hat leider alles ein Bewusstsein, damit es weinen kann. Hier ist übrigens gar keine. Warum gibt's denn hier nichts zu Dingensen? 16er, ist auch nicht so geil. Das können wir loswerden. Essen ist ein bisschen knapp, ne? Jetzt haben wir mal wenigstens auch noch mitnehmen, was hier günstig ist. Aber jetzt haben wir mal für 3 Tage Essen. Das ist ein Ork, das ist doch wahr, dass bei dir sehr viel ein Gewissen entwickelt oder ein Dingens entwickelt. Damit es weinen kann. Leider, ja, meine Welt lebt. Und wenn man mir lang genug sagt, dass mein Gegenstand traurig ist, will ich ihn trösten. Mein Gehirn ist da seltsam. Ja. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts ausgeplaudert, was du nicht wolltest. Training Hall, Temple. Oh, ich habe eine Fractured Hand auf Deko, aber der ist, glaube ich, gar nicht mehr im Dienst, ne? Arkon hat sich erstmal. Moment. Doch, Sexy hatten wir jetzt schon. Stimmt, Sexy. Ich hatte dich übrigens eingesetzt. Wir hatten hier erst einen Siegfried the Gamble, jetzt bist du Sexy the Gamble. Du hast deswegen schon ein bisschen Level. Wir müssen eigentlich Harkon irgendwann nochmal begeben. Wir haben Vollmer, haben wir noch frei. Und Harkon. Dann ist Harkon jetzt Sepp. Wollen wir eigentlich eine Weile behalten, deswegen heißt er der Märtyrer, weil der ist, ne, das ist so einer, den man eigentlich irgendwie dann in der Frontline einsetzt. Der wird einen ganz guten Skill kriegen und Hitpoints und dann wahrscheinlich noch ein bisschen Melee-Nimble. Aber ich weiß ja, dass ich im Wahrheit nicht bin, nur sensibel genug für das Leiden der Dinge. Ah, okay. Okay. So, und du bist Todesaim. Ja, Todesaim ist einer meiner Follower. So, aber bei euch ist ja irgendwie verkaufen nicht geil. Habt ihr hier noch jemanden, den wir haben wollen? Ein Witch Hunter könnte ein ganz guter Rangy werden, theoretisch. Wäre dann unser erster Range-Dude. Überhaupt niemanden sonst an Range. Und angeblich sind Mönche wohl für Events ziemlich nice, aber ich glaube, wir werden keine Mönche haben, weil wir sind ja die Bösen. Von daher, ein Witch Hunter würde bei uns schon ganz gut reinpassen. Es gibt sogar zwei. Einen günstigen und einen teuren. Er hat leider Max-Roll. Er ist Bleeder, aber er hat kein Ranged Skill. Er ist literally ein Frontliner. Mit zu wenig Ausdauer. Ganz gut. Wir sind ja schon bei Tag 70 oder so. Läuft ganz gut und wir haben auch ordentlich Geld aktuell. Den will ich gar nicht kaufen, weil er zu teuer ist. Nee, tatsächlich nicht, Lomi, weil es gibt nur Männer in dem Spiel. Von daher habe ich dich nicht erstellt. Also es gab mal einen Lumidon, vorgeschlagen von Xan. Hat aber nicht so lange überlebt. Oder Lumion, weiß ich gerade nicht, eins von beiden. Kann ich aber machen, wenn du möchtest. Bis jetzt habe ich das aber nicht gemacht, weil es halt nur Männer sind, die es hier gibt. Zum Kämpfen und dann habe ich das. Kann man doch Lumido machen. Du darfst das gerne aussuchen, wenn du möchtest. So, Karawane, 1200. Das ist aber 3 Tage nach Norden. Ich nicht so weit nach Norden. Was ist das hier? I need you to go there. He traces a finger on another location and then to here. Long patrol. Okay, das ist Patrouille. 303. You will get an infant per head you return. 25. Lumian, der Stuhlretter. Moment, ich habe den Stuhl gerettet. Du hast ihn nicht mal gerettet. Wir akzeptieren das Offer, weil wir wollen mit denen uns noch gut stellen. Und dann würden wir patrouillieren, würde ich sagen. Wackerfeste, Sandfels, Brunndorf, ist alles in der Nähe. Das sollte eigentlich ziemlich entspannt funktionieren. Essen haben wir noch. Wackerfeste ist hier unten zuerst hin. Wenn wir jetzt Gegner haben, wäre es ganz gut, die zu plätten, weil wir dann extra Geld kriegen. 49 Kronen pro Kopf, gerade so Billigköpfe wären da ziemlich awesome. Aber ansonsten können wir einfach nur schnell das hier abschließen. Wohin? Ah. Dann fällt's. Ich habe mich für ihn eingesetzt, leiden lassen.
Ach, Lum. So ist es nicht. Hätte ich nicht gemacht. So, we move on. Hast du irgendwas hier zum Kaufen? 88 für Mage. Ist eigentlich relativ gut. Essen kaufen. Hier, ein bisschen Met für meine Leute. Damit die nicht so rumweinen wie Lumi. Und Lumis Stuhl. Ja. Können wir ein bisschen Met trinken, dann geht's ihnen gut. Dann weinen die nicht so. Dann sind die deutlich happiger. Und ja, das kann man steigern. Kommt mir jetzt nicht mit Logik. Das kann man steigern. Med kann ich nicht mehr sehen. Ja, aber du bist ja auch nicht in der Truppe. Where the head says, well, surely you didn't forget to collect those. You explained that you didn't run into anything on the patrol. The man raised an eyebrow. No shit. Well, bye. Das fand er, glaube ich, nicht so cool. Happiker, genau. Das fand er irgendwie nicht so geil. Huh. Machen wir jetzt nach Hallheim? Hallheim-Patrouille? Da hoch? Ah, oh, na gut, komm. Na gut. Machen wir eine Patrouille nach Hallheim. Du hast Teamplayer und 4 of Greenskins. 4 of Greenskins ist ein Problem, das sollten wir nicht mehr mitnehmen. Entering Brunnendorf, it isn't long until Zone of the Cult is bothering the locals. He's slapping buckets out of their hands and kicking women into the mud. When an old man confronts him, the cells would draw out of the weapon. Other persons back that you put a stop at it. Ach, Zono, benimm dich doch mal. Das klingt wie ein bierhappiger Bräu. Met ist, Honigwein. Also Met ist Honigwein. Wein gemacht aus Honig oder Bier gemacht aus Honig ist ja mehr oder weniger das gleiche. Ja. Ist meistens immer noch sehr, sehr süß. Achso, dann weiß ich nicht. Klingt wie ein bierhäppiger Bräu, dann verstehe ich den Satz nicht. When you stop this, it reflects badly on the company. Put the peasants in their place and search their home for valuables. Wir sind wegen dem Blutgott hier. Let's go. Geil. Who are you, peasant, to tell me or my man what to do? The man takes a step back, stammering something about only trying to help, laughing. You tell your man to take what they want. 177 und unsere Leute finden das geil, dass sie ein bisschen plündern durften. Ach, das Bier Happiger, das Wort Happiger klingt einfach wie eine Biermarke. Ah. Okay. War ich zu doof für. Aber mit Biermarken habe ich es nicht so. That'll teach them. Ich glaube, Brunnendorf mag uns jetzt wahrscheinlich nicht mehr allzu sehr, oder? Ja. Das fanden sie nicht cool. Wir waren gleich mal hier irgendwo. Bei Brunnendorf. Das fanden sie nicht witzig. Dass wir jetzt ihr Zeug für 177 Kronen einfach mal alles verwüstet haben. Sollten wir, glaube ich, nicht mehr tun bei unten. Fanden sie, glaube ich, nicht so gut. Hier darf ich auch wieder nicht. War doch doof. Ich darf bei euch allen nicht sinnvoll verkaufen. Und einen Waffenschmied gibt es hier noch. Waffenschmied will ich nicht. Also zumindest nicht, wenn es das gibt, was es da gerade gab. Wir haben jetzt ein bisschen Zeit, über alles möglich zu reden, weil ich vermute, hier wird nicht viel passieren und wir müssen noch bis dahin. Oh, Moment, Nomaden? Was machen denn Nomaden hier oben? Was geht denn jetzt ab? Aber ich sag mal so, wir machen, glaube ich, dick plus, oder? Wenn wir 3 Tage brauchen, sind das 500 Kronen und wir kriegen 1200. Ist schon schnieke. Man braucht halt nur ein bisschen Spielzeit. Mordorf. Nach Mordorf fahren wir rein, oder? Perfekt, dann können wir hier nämlich nochmal gucken, ob wir hier traden dürfen, wollen, tun. 104. Ja, da können wir nur minimal plus. Leider Gottes. Wir sollten übrigens unser Essen verkaufen, fällt mir gerade ein.
illustrious champion returns. Welcome home. Welcome home. Danke, Lumi, für dein Prime-Sub. Zweites Baby ist da. Geil. Ja, wir verbrauchen gerade kein Essen, weil wir in der Karawane sind. Ich probiere es trotzdem, ob wir das für mehr als 104 verkauft kriegen. Was geht hier? Witch Hunter gibt es hier jede Menge, aber die sind aktuell gerade ein bisschen teuer. Wobei, wenn der gut wäre, auch kein Rangy. Optimist, Bright, auch kein Rangy. Wir brauchen noch irgendjemanden, der ein bisschen auf Reichweite bumseln kann. Da haben wir aktuell gerade ein bisschen Probleme, da irgendwas zu finden. Könnte daran liegen, dass wir keine typischen... Oh, neuen Brigands? Some Marksmen, some Raiders. Ich glaube auch nicht, dass die uns angreifen werden, da wir irgendwie 12 Mann sind plus 6. Aber wenn die mit 6 Raidern uns angreifen wollen, wäre natürlich vollkommen okay für uns. Aber ich glaube, das hat gerade die Treitenfeste Company. So, well supplied. Ihr seid well supplied. Nichts, was uns weiterhilft. Was bedeutet well supplied? Habt ihr hier irgendwas Cooles? Hier gibt's billig das. Okay, das wollt ihr schon mal nicht haben. Den Torf. Wie sonst so die Verkaufs... Ups. No, ich habe keinen... Warum habe ich keine Orientierung mehr? Doch, da, 14. Echte Verkaufspreise. Alles andere... Also hier ist auch Einkauf alles billig, ne? Tatsächlich, obwohl Dingens, ne? Sag mal hier, 930 ist eigentlich okay. Drive of Brigands. Südwest von Hallheim. Oder, was ist das? 2500. Hunt down the barbarian king and his war host. He was last reported to be in the region. Nope. Also sowas wie ein Barbarian King können wir, glaube ich, erst machen, wenn wir Stufe 10, 11 Leute haben. Vorher ist das Quatsch. Hier sind ganz passende Zweihandwaffen eigentlich, ne? So eine schöne Zweihand-Blanken-Mace oder ein Zweihand-Flail? Oder ein Zweihand-Hammer? Ja, ja. Range of Ornament, das ist ja der Pole-Hammer, den meine ich so gar nicht. Tja, Drive of Brigands für 930. Das Problem ist, dass die halt Ranged-Sachen haben und wir nicht. Nee, ich glaube, die wollte ich schon aus guten Gründen immer noch ignorieren. Wir gehen nach Eisenstein. Essen demnächst. Hätten vielleicht da oben Essen kaufen sollen. In Eisenstein gibt nämlich, glaube ich, noch nicht direkt Essen. Weil wir da nachts ankommen. Dammit. Aber gefühlt die halbe Nacht durch den Wald vor Eisenstein brauchen. Erstmal noch ein Trinken. Gibt's hier Karawane. Nach Norden. Nee, will ich eigentlich nicht. Was bist du? Und Perowinger. Here we feeling steps in. I need you to guard this man to Hakim al-Ramal. That's 3 AM of Hakim territory. Everything is so. Some secrecy is necessary there, here, that's where you step in. You just need to make sure this man gets there. After that, bring him back and you will get paid. 570 für hin und zurück? Geht zu viel übers Essen. Escort reitet immer to Hakim al-Ramal in the southeast. Achso, nee. Einmal nach Süden. Also es ist halt ein Noble Contract, der einfacher ist. Würde ich, glaube ich, mal machen. Wir müssen aber kurz warten wegen Essen. The arsenal assembled before you is unlike any you've ever seen. A mountain piled higher than 3 men had feet. Soldiers are lined up, half of them holding religious banners, each adorned with one of the old gods. Clerics and monks walk the line, speaking to the matter in both eerily and heavily tone. This is a crusade, the great religious arrest of the Northerners to take on the Gildas followers. Haben wir doch wieder den Heiligen Krieg bekommen. You turn to see a long lad gearing up. You'll be on the righteous path and no, okay. Wir kriegen anscheinend doch wieder den Heiligen Krieg. Das ist ja natürlich ein bisschen doof, weil ich hatte gehofft, wir kriegen hier was mit Dingensbums. Okay, ich muss aber machen, sehr gut.
Wir brauchen wieder ein bisschen Essen. 2 Tage, kommt schon mal ein Stück hin. 19er Verkaufspreis, sehr gut. Dann würden wir hier, glaube ich, mal den ganzen Quatsch loswerden, den wir hier von den Goblins haben. Von den Goblins, den Orks. So, alles mal rausgehauen. Mit Dingensbums, genau, mit Dingensbums. Das ist doch ein, also, Dingensbums ist ja was, das darf ich nicht verkaufen. Dingensbums ist jetzt was völlig Natürliches, das sozusagen, oder? Erst wieder einsaufen. Sollen wir hier jemanden, den wir haben wollen? So als Rangy? Nope, alles Nahkämpfer. Alles Nahkämpfer. Wir hatten aber noch irgendwann mit einem schlechten Dolch. Ja, du hast einen schlechten Dolch. Du hast einen schlechten... Na, das war der Fall... Ey, da war der Falsche. Da, guter Dolch. Dich wollen wir noch reparieren. Dich wollen wir noch reparieren. Ja, ja. Das ist ein bisschen leicht weit weg. Ja, arbeite mal. Arbeite mal ruhig weiter. Dass wir jetzt... Also dafür, dass wir so viel Goblin-Shit kriegen. Hier geblieben, ihr Goblin-Schweine. Wir sollten nämlich hart an der Unterzahl sein. Wir dürfen den bloß nicht sterben lassen jetzt bei der Aktion. Das wäre ungünstig, wenn doch. Du gehst mal da drauf. Oh, das war vielleicht nicht so smart. Aber seid denn alle eher dran? No! Was bist du so doof? Scheiße. Das ist doch doof. Hey, einer meiner besten Leute, einfach nur, weil die sind genau dazwischen dran. Okay, jetzt werde ich dafür bestraft. Jetzt sag ich mir so, weißt du was, fick dich. Sowas, nee. Nee, nicht nochmal. Nicht nochmal. So, du musst mal aus dem anderen Kampf raus. Okay, da komme ich nicht hoch. Und sogar dahin. Und dich da runter. Oh, wir können dich nicht da runter werfen. Als ob. Oder. Ne, du hast ein Schild. Dann gehst du mal hier hin. Du gehst mit ihm hier hin. Hier schön rum. Schön da geblieben. Sagen, ihr würdet auf jeden Fall Leute einfangen. Immer noch den Höhenvorteil. Sonst wird das da schwer. Irgendwie, letzter Zeit habe ich irgendwie Hitzeballungen. Ich weiß nicht, ob das an dem Wetter liegt draußen. Das ist eine Frechheit, was ihr hier mit mir macht. Nee, ich will keine Hunde einsetzen, glaube ich. Müsst ihr auch ohne Hunde schaffen. Ganz gut. Müsste ich, glaube ich, auch ganz gut ohne Hunde schaffen. War dann 39er nicht gehittet. Mach mal den frei. Ach, dem. Frei machen. Ich sag frei machen jetzt. Meine Güte, geht doch. Hauen die da runter ab, ey. Au!
Wieder jemanden gefangen. Au. Der ist frech. Der tut doch weh. Komplett verletzt, mein armen Kleinen. Brauch 4 AP, mach ich nur 6. Weil das AP klaut. Dieses Scheißgift, ne? Scheißgift. So, fangen wir an zu verprügeln hier. Frechheit. Und der darf nicht mehr. Au. Es könnte problematisch werden, wenn der so Gesicht kriegt. Mal den da. Au. Genau das ist nämlich das Problem. Alter, die treffen aber auch. Holy shit. Ich gehe jetzt mal den an hier. Und wir schlitzen so ein bisschen die anderen auch noch auf. Du musst nicht. Du kannst ganz entspannt bleiben. Wer blutet denn jetzt noch? Da. Auch 6 AP. Und 5 Fatigue. Warum darf ich das nicht use bandages machen? Cannot be used because this character is engaged in... Ach, fuck. Ich dachte, das wäre... Oh Gott, bin ich dumm. Ich dachte, das wäre meiner, den ich heilen muss. Ich muss den da heilen. Du hast keine Heilung mehr. Dahin gehen. Hast auch nichts zum Heilen. Hallo. Auch nichts zum Heilen. Du kannst aber mal die Blutung von dir runternehmen, wenigstens. Oh, nee, nee. Nee, 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 nee. No. Ich habe aus den R gedrückt. R ist. Beenden alles. It's not what I wanted. Unter außen unter herlaufen. Frisin. Okay, wir haben ganz schön auf die Fresse gekriegt, aber ich mir dachte, ich nehme mal kurz ein paar Goblins mit. War nicht optimal, sind wir ehrlich. Sind wir ehrlich, es gab einiges an Loot inklusive dem und hier ordentlich, ne, Golden Rank Insignia und sowas. Es gab schon was, aber dafür, dass es nicht mal die Mission war, schwierig. Schwierig, schwierig. Da hat Masumoto ganz schön ins... Mit ganz 60 würde ich ganz gerne noch mal erreichen mit den Sachen. Du hast schon... Ne, du hast eine 90er Rüstung noch an. Ist gar nicht so viel, was du da hast. Die Frage ist, wollen wir von dir auch Rotation haben? Nehmt euch mal die Rotation mit, damit wir ganz gut dann hoffentlich die Leute switchen können, wenn sie auf die Nase kriegen.
Die gleiche Erklärung. Ja. Und jetzt müssen wir hoffen, dass die Leute sich entspannen beim Reisen. Terrified. Keiner Bock, sich rekrutieren zu lassen. Armorer. 150er gibt es hier maximal. Und 200er Helme. Und alles. Manche haben noch Hangover. Das, ach, Mann, das ist das Feuer. Jo. Ja, nee, bei euch ist. Euch ist ja Katastrophe. Wie viele Tage haben wir? 3 Tage. Dann kommen wir doch direkt nach Sandfels. Ja, dann gehen wir irgendwo hier runter, würde ich sagen. Oder wie läuft ihr jetzt nach Sandfels? Genau. Und von Sandfels dann weiter nach Süden. Irgendwann könnte man theoretisch das ja auch nochmal angehen. Hellhole Crypt, aber ich glaube, da gibt es ziemlich eklige Gegner. Und wir hatten hier, glaube ich, auch noch genau das da. Die Necro-Servants. Necro-Servants angehen ist aber auf der anderen Seite auch wieder sauschwer. Nicht so easy. Ich habe übrigens mal offstream mir die Oathtaker angeguckt. Und das ist relativ spannend, weil die ganz andere Ziele kriegen und ganz andere Mechanik in den Zielen haben. Es ist schon dann sehr, sehr interessant, wie es dann plötzlich anders ist. Okay, hier gibt es günstig Essen. Sehr geil. Gib mir mal Smoked Ham. Ist nicht so geil hier. Hier jemand dabei, den wir haben wollen. Ah, der Poacher. Poacher ist potenziell. Aber er hat kein Talent da drin. Er hat wieder mal plus Fatigue gekriegt. Nee, wenn er kein Talent da drin hat, will ich das, glaube ich, nicht probieren. Und ich glaube, die Caravan Hand. Keine guten Basis-Stats als Rangy. Alles Bierchen suboptimal. Sind wir schon wieder geheilt? Oh, kein Way. Sind ganz gut geheilt. Das können wir übrigens auch nochmal irgendwann machen. The Wandering City. Nomadencamp ausräuchern. Moment, was ist da jetzt drin? Ah, wir hatten es gerade kurz. Dammit. Ganz kurz hat man es gesehen. Dass die wieder weggehen, die Scouting Reports, finde ich ein bisschen doof. A few well-dressed men welcome you into Hakimura. They ask Renner the Emissioner if you are with him. He nods and passes a quick whisper to the councilman. They nod in return and soon all the men dip away into a local pub. You wait outside. Perhaps you should use the time to stock up on supplies and journey back. We'll stick around. Wir müssen ihn doch zurückbringen. Oh Mann. Ich dachte, das wäre nur eine Richtung. Dann sind die Kronen aber echt nicht wert. Ja, und wir haben auf jeden Fall den Heiligen Krieg. Es gibt 5 Late-Game-Crisis und wir haben in zwei Runs einfach die gleiche erwischt bei Zufall. Oh Mann. Mir doch egal, was die mit ihrem blöden Heiligen Krieg machen. Den werde ich jetzt komplett ignorieren die ganze Zeit. Ja, okay, wir könnten jetzt hier im Retinue noch einen neuen nehmen. Hätte ich mal eine Option, der Scout für anderes Traveln. Negotiator. Recruiter. Brigand. Also das war Karawan. Alchemisten wollte ich aber noch haben. Jetzt muss ich noch ein bisschen mehr craften. The Agent. Reveals available contracts and active situations in the tooltip of settlements no matter where you are. The Bounty Hunter. Encountering Champions pays 357 pounds for every champion slain. Das könnte, glaube ich, Named or Legendary Items in your Possession. Müssen wir erstmal ein bisschen was machen. Daily Wage of Man by 50% reduces the chance of desertion by 50%. Prevents men demanding more pay in events. The Paymaster. Nummer 16, okay. Blacksmith. Da müssen wir mit den Town, okay. Lookout. 7. Increase your sight radius. Reveals extended information about footprints. Ist, glaube ich, auch super gut.
Cartographer, da brauchen wir eine Legendary Location, haben wir keine. Brigands ist das überfallen, das ist das. Ministrel, make you earn more renown with every action. Makes tavern rumors more likely to contain useful info. Guck. Und wie viel haben wir noch frei? 1, 2, 3, 4, 5 kriegen wir. Also ich würde den Scout, glaube ich, ganz gerne nehmen. Den Alchemisten. Und dann wahrscheinlich die Agent werden wir nicht kriegen. Agent wäre schon geil. Oder The Lookout tatsächlich. Einfach für mehr Survivability. Was können wir hier kaufen? 490. In 4 Tagen ist es dann. Wenn wir jetzt keine 4 Tage brauchen. Tempel, Taxidermist. Da müssen wir wieder mal wie so ein Viecher jagen. Armorer. Ja, ihr habt ja eine 290er Rüstung für 10.000. Das ist ja eine. Okay, wir können 4.800 könnten wir einen Heavy Helm kaufen. Aber hier gibt es die guten Schilde. Für 480 würde ich das, glaube ich, gerne mal mitnehmen. Weil die Schilde sind schon sehr viel wert. Irgendjemand, du hast einen Shield-Expert zum Beispiel, du kriegst Brawn ja als nächstes. Von daher hier Sono. Zack. Wie ist der Verkaufswert? 21. Das ist ja mal sehr geil hier. Dann kann ich euch so ein Shit kaufen. Und die Bögen muss ich nicht reparieren. Kaufen sie. So, raus damit. Dich wollen wir nicht haben. Den Kram wollen wir nicht haben. Hier haben wir die Billigklamotte noch. Die wollen wir, glaube ich, auch nicht mehr haben. Und die ganze Kultistenkleidung will ich noch dabei haben. Für den, man weiß ja nie. Für den Fall der Fälle, dass man mal ein Kultistchen wieder noch einkleiden muss, ne? Dort weiß man ja nie, ob man so ein Kultistchen mal einkleiden muss. Mähnhorn, du. Karawanenhand. Nee. Essen ist hier billig, sagt er. Good Harvest. 47 ist wirklich billig, tatsächlich. Aber das heißt, dass mein Essen hier nichts wert ist. Wenn ich das verkaufen wollen würde. Oh, Moment, aber hier gibt es was anderes, was ich haben will. Das hier nämlich. Für die Alp-Kreuz. So, wir müssen ja hier weiter irgendwie in Camp bleiben. Wait around till Rhino the Emissary is done. Also das ist ja... Für irgendwie 800 Kronen ist ja nix. In a hurry, he tells you that they need to get back to Baron Gisan from Perringer as soon as possible. Okay. As soon as possible back. Wir müssen wieder nach Eisenstein, das ist halt übel weit weg. Also wenn ich einfach sage, wir fahren, laufen straight. Wir haben 3 Tage. Nahrung, dann laufen wir wahrscheinlich hier hin, oder? Bin gespannt. Welche Richtung er dann geht. Die Frage, ob uns die Nomaden hier, die Wandering City, ob die uns gleich ins Gesicht springt. Offensichtlich sind hier noch Leute am Rumlaufen neben uns. Auf meine Ration rein. Müsste aber eigentlich wieder hier rum und dann hier oben rein bei Dulmen. Oh, what? Ah, der Fallen Star. Haben wir mal den auch noch gefunden nebenbei. Für die Holy War Side. Du. 35 Tage mehr Pay. Also da haben wir einiges in Reserve. Food and Supplies. Essen ist halt ein Problem. Wir müssen auf jeden Fall nach Dulmen. Ja, das war... Also 3 Tage durch die Wüste ist schwierig mit Essen. Wobei wir verbrauchen 27 pro Tag. Ja. Das Dulmen schaffen wir schon locker noch. Das ist schon locker noch drin. Ach, bei euch war aber alles teuer, ne? Bei euch war doch, ja, genau, absolute Katastrophe. Irgendwas. 200.
100 für Med, ne, ja, 78 für das. Und ihr kauft aber auch nichts, ne, für keinen sinnvollen Preis für irgendeinen Kauf. Entsprechend habt ihr auch keine Leute da. Ja, einen Oathtaker habt ihr da. Den wollt ihr jetzt nicht haben, die sind zu teuer. Da brauchen wir irgendwie mal 10k auf der hohen Kante, bevor wir uns Gedanken machen können, über einen Oathtaker zu rekrutieren. So, dann haben wir ihn wieder. Ja, für 570 ist es halt. Okay, es ist. Es war halt nicht smart. Es war halt nicht smart. Was willst du von uns? 930 ist schon mal besser. Destroy Crumbled Farmstead northeast of Dulmen. Sollten wir hinkriegen. Das sollte eine Brigand-Mission sein, insgesamt. 410, Hunt Down was Terrorizes, Eisenstein. Drive of Brigands, das will ich nicht machen. Ich mach mal den Contract hier. Das ist ja aber mal nicht wirklich um die Ecke, muss man ehrlich mal sagen. Essen ist ja auch wieder teuer. Schade. Haben wir nicht mehr so eine Option irgendwie. Bei euch ist es doch hier, Moment, was ist Orcha? Dense rows of trees with ripe fruit, small warehouse where everything is stored and offered on local markets. Hm. Mir ist nicht ganz klar, was das hier bedeutet, was das bringt für die nächste, für den nächsten Markt. Orcha ist doch. Hm. Rumbled Farmstead, oder sind das Untote? Many Goblin Wolf Riders. Dann rein da. Die finde ich ganz okay, denke ich. Moment mal kurz. Wir sollten vielleicht mit unserer besseren Truppe auffahren. Genau, und nicht Sepp den Märtyrer mitten reinschieben. So, das wäre irgendwie doof. Gegen Wolfen-Tybis ist schon besser, glaube ich. Ja. Ihr könnt uns ganz gut umgehen. Wir können uns ganz gut umgehen. Ich versuch's mal mit der guten Truppe. Ich habe mir gerade überlegt, ob ich den Stufe 1 noch mit einsetze für die XP. Auch hallo. Aber 7, wir haben einen deutlichen Vorteil, was die. Die Anzahl angeht, die sind alle unten, okay. Nehmen wir den schon mal raus. Wir nehmen mal einen ordentlichen Piekser. Haben wir nur noch ein Wölfchen da, der rennt schon. Ja, das sieht eigentlich sehr, sehr gut aus für uns. Kann der Hund noch mal ein bisschen reinkauen. Ja, können wir erstmal so lassen. Dürften eigentlich genug Rüstung haben, die Leute da. Einzige Vorteil, den die Wolfreiter haben, ist halt wirklich, dass sie dreimal angreifen können. Und, oder dass sie halt jede Menge Aktionspunkte haben. Oh, der Hund könnte sich selbst töten. One Rye! Ich glaube, wir werden jetzt hier ein bisschen da reingehen. Uns nicht komplett abhauen hier. Der will rennen. Bin ich ein bisschen dagegen. Der Wolf hat auch keinen großen Bock mehr.
Das sieht nach einem sehr guten Fight aus für uns. Bei dem bin ich mir nicht sicher, ob ich ihn hitte, deswegen. Und der kann sich dann da komisch gegen verteidigen. Deswegen machen wir das jetzt mit dem. Sehr schön. Ja, verteidige dich halt, wenn du meinst, dass dir das hilft. Er ist frech. Der Hund ist nicht smart. Aber er hat ihn doch totgekaut. Also, er ist fast gestorben. 4 HP noch, aber... Ah. Entwaffnet. Nichts mehr mit zurückschlagen hier oder so. Damit. Haben wir den. Haben wir den. Ist noch der da, ne? Der einzige. Der einzige, der noch da ist. Mal kurz ein bisschen defenden. So. Die Leute noch ein bisschen nach. Ach, nur mal ein bisschen oberflächlichen Schaden, ja. Aber nur oberflächlich. Stimmt. Darf ich attacken? Ich darf attacken. Nice. Sehr, sehr gut. Oh. Nehmen wir. 930, war das ein voll okayer Preis? Wobei, also ihm muss man vielleicht im Klaren werden, dass es halt Noble Contracts sind und die halt einfach generell mehr bezahlen. Wenn ich da unter 1000 bin, sind die anscheinend billig. Habe ich so das Gefühl, boah, ist dann natürlich aber ganz geil. Wir hätten bei dir gern... Ach, 2 Fatigue ist halt echt scheiße. Nee, dann wollte ich das glaube ich nicht haben. Die will ich haben, die will ich haben. Und dann will ich wahrscheinlich noch 2 Hit Chance haben. Weil 2 Fatigue ist halt nix. So, jetzt die Frage, wir wollten dir Battleforged geben. Weil dann kriegst du schon mal nur noch 282% Damage auf deine Rüstung und du hast ganz gute Rüstung. So, du kriegst jetzt nochmal plus 3. Du bist unser Bannerträger, also plus 4. Du hast noch nix gegen Ini, von daher können wir dir auch noch die Ini plus geben. Berserk würde ich dir fast gern geben wollen. Ja, ich glaube, Berserk ist eine gute Idee. Berserk, Fearsome, Killing Frenzy hier unten. Let's go. Dann kann der nämlich nochmal angreifen, wenn er einen killt in seiner Runde. Er kann dann theoretisch noch einen zweiten Hit machen, was schon sehr, sehr viel bringt. Also so 2 Handwaffen, die einfach nochmal angreifen können, die 2 Runden lang angreifen können. Zweimal in einer Runde angreifen können. Richtig geil. Und mit Killing Frenzy ist der zweite Hit vor allen Dingen Damage boostet. Wenn er den ersten einen Kill macht und dann nochmal angreift, hat er dann extra Damage obendrauf. So, das war nice. Dolmen has no longer more rolling greenskins. Erstmal einen drauf trinken. So, hier ist hat sich nichts geändert, oder? Doch, hier ist ein Sellsword. Du kannst auch kein guter Rangy werden. Doch, du kannst ein guter Rangy werden. Deathwish und Huge. Minus Melee Defense. Aber plus Damage dafür. Ich glaube, dafür ist es nicht mehr wert. Deathwish ist geil. Hätte die Stats einfach nur und Deathwish hätte ich wahrscheinlich genommen. Auch wenn er nur einen Stern jeweils hat. Aber nee, so nicht. So nicht, mein Freund. Das ist bei euch übrigens, dass ihr die ganze Zeit so teuer ist, ist ein bisschen anstrengend. Ist ein bisschen anstrengend, dass man hier nichts sinnvoll kaufen kann. Selbst das Essen ist übel teuer. Was war das hier? Hunt Down was Terrorizes. Ja gut, machen wir auch noch. Das sollte auch gut machbar sein.
Ja, Hinweis. Wir sind auf dem richtigen Weg. Das wissen wir schon. 8 Direwolves. Austauschen. Wobei, vielleicht können wir so rum machen. Wir brauchen die HP. Hier geblieben, ihr Wölfe. Die sind jetzt auch wieder sauschnell. Leider Gottes, aber hier oben können wir ein bisschen nutzen. Ist da ein Frenzied dabei? Müssen wir gleich mal nachgucken. Frenzied, yes, die haben Overwhelm dann. Berserk Executioner Pathfinder haben die normalen inzwischen. Die haben, wenn die killen, haben sie Berserk. Wenn ich Verletzungen habe, Executioner und Pathfinder, sie können weiter laufen. Und die hat dann noch Overwhelm dazu. Okay, der hier unten ist der einzige mit Overwhelm. Würde ich erstmal da oben drauf, würde ich sagen. Wenn ich jetzt die 2 Schritte ran mache, ne, dann kann ich sie schon attacken, diese Runde. Ich glaube, das will ich hier unten nicht machen eigentlich, aber hier oben will ich das tun. Um eventuell da schon einen rauszukriegen. Wenn du bist aber... Dagger the Brawler, du bist glaube ich schon... Ja, du hast schon ein bisschen Defense, du kannst da rein. Schade, ein 65er nicht gehittet. Machen den mal so. Ne, da gehst du rein. Schade. Da gehst du rein und haust dem einen ins Gesicht, dass er blutet. Sehr geil. Wie gesagt, der Frenzy ist ein bisschen was, wo ich mir Gedanken mache. Den Hund will ich jetzt nicht rausmachen, weil der rennt da nur mitten rein. Du bist, glaube ich, auch jemand, der relativ neu ist. Nee, Fakisis, du hast Defense. Du hast Defense. So, sind leider sie wieder dran, denn jetzt geht's rund. Jetzt wird gefressen. Das ist gut. Das spart uns ein bisschen. Oder kauft uns ein bisschen Zeit, dass die nicht so ganz so reinbürsten können. Sieht gut aus bis jetzt. Aber natürlich niemand in Reichweite, um überhaupt gepeitscht zu werden. Kopf ab! Ach, dammit. Ich hätte den da oben nehmen sollen, ich Idiot. Noch hätte ich den hier unten nehmen sollen, ich Idiot. Er kann jetzt nochmal 90 schön rein da. Peaks, 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 du rennst schon. Wir haben wenig Lust. Sind wir ehrlich. Wir haben wenig Lust. Will jetzt nichts sagen. Ne, am Ende sagt das Spiel gleich, hahaha, du triffst nicht mehr. Aber bis jetzt. Ja, ist okay. Toll, schön auf dem Body, ne? Schön auf den Body, wo eigentlich alles schon klar ist. So. Vielleicht kannst du ihn wegmachen. Sehr schön, guter Hund. Guter Wuffi. Hat geholfen. Nee, wir holen uns die Felle noch.
Wir holen uns die Fälle noch. So. Sehr schön. Gab es überhaupt Fälle? Es gab sehr viele Fälle. Nice. Nice. Gab es irgendein Level-Up? Es gab ein Level-Up für Code. Code Blue. Plus 2. Plus 4. Plus 4, I guess. Um die Resolve zu fixen. Was wirst du? Irgendwie ein Fleischschild bis jetzt nur, wenn dann. Gebe ich die Recover dann doch mal. Recover habe ich bis jetzt sehr hart ignoriert und das macht mir in langen Kämpfen, glaube ich, auch Probleme, dass ich Recover ignoriert habe. Oder halt Rotate, damit wir halt wieder rotaten können mit Rotaten. Wir rotaten. Wir rotaten, damit wir unsere Leute schön kontrollieren können und die, den Damage verteilen. Wir müssen unsere Stärke in Numbern, die haben wir irgendwie mal benutzen. Okay, da ist schon wieder ein Noble Contract, das ist sehr geil. Wieder ein einfacher. That you are interested in a beast hunt and I'm quite glad that you are. The pay will be per head, smaller beasts, webknecht corpse, eating things, the sword I'm sure are no trouble of you. Okay, how much is it? 62 Kronen pro Kopf, 25 maximal. Das heißt, so um die 1200. Wenn wir 25 Beasts finden. Hört sich okay an. Direwolves, Webknecht, Nachtsehers, Hyena and Serpents hunt around the hills region of Whispering Hills and other regions. Return to Eisenstein anytime, get paid. Okay. Wo ist hier Whispering Hills? Wenn ich wüsste, wo die Whispering Hills sind. Da drüben? Come on. Ab nach Mordorf. Nicht nach Mordor, sondern nach Mordorf bei uns. Das ist Mordor auf Wish bestellt. Ab nach Mordorf. Ei, das ist ja. Warum denn da drüben? Das ist ja doof. Whispering Hills hier. Kommen wir ewig nicht an. Da kommen wir ja ewig nicht an. Essen werden wir brauchen ein bisschen. 4 Tage. Tools and Supplies kann man hier nicht kaufen. Also kann man schon, will man hier nicht kaufen. Dich haben wir noch nicht getryoutet. Du hast in diesem ein Talent. Du bist lucky und cocky. Das heißt, du wirst aber einfacher getroffen. Lucky heißt aber, dass er schlechter zu treffen ist wieder. Was bist du? Alles klar, ein Frontschwein. Ich glaube, das ist es nicht wert. Ich hätte gern schon den Zweier mindestens für einen Rangy. Direwolf Pelt Mantlet. Plus 15 Durability, Reduce the Resolve of any opponent engaged by in melee by 5. Craft. Und eine Wardog Armor. Craft. Wir haben doch bestimmt hier noch jemanden, der hier so da. Sono? Du kriegst du, glaube ich, einen geilen Mantel. Hier. Zack. Schön 165er und Manteltruf. Let's go. Ja, jetzt müssen wir halt hier irgendwo Sachen suchen. Direwolves, Webknechts, Nachtzehrer, alles mögliche in der Richtung. Irgendwelche Biester. Kletter mal ein bisschen in die Berge hier hoch. Ah, 10 Direwolves haben wir dort schon mal. Geil, das sind 600 für Arms. Oh, sind aber mehr Frenzied dabei, oder? Die sind alle Frenzied, kann das sein?
Frenzied, 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 Direwolf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 von 10 sind Frenzied. Moment, ich kann dich da aber geil wegschubsen. Ich glaube, ich will trotzdem da rein move, oder? Und noch ein Speer. Wahrscheinlich doch so machen und dann den noch. Jetzt sind wir mal ein bisschen defensiver. Außer mit dir. Du darfst da rein. Den kann ich nicht angreifen. Weird. Okay, der hat keinen Bock mehr. Geil. Hier will ich nicht hin, weil ich dann eventuell im Nahkampf stehe. Dann gehen wir mal hier eins nach oben. Jetzt wird's halt verrückt. Der ist gut, das ist nochmal gut. Die wollen uns halt komplett überrennen, ne? Und sie overwhelmen halt ziemlich heftig. Das ist gut, nochmal, sehr gut, sehr nice. Immer wenn die Rüstung schon gebrochen ist, ist das gut für uns. Yeah, let's go. Er hat schon keine Lust mehr. Machen wir hier noch ein bisschen Abstand halten. Schade, der ist nicht tot. Kann jetzt sterben lassen. Das Overwhelm ist halt echt nicht so geil. Oh oh, der ist an der Backline dran. Den Wolf müssen wir wegkriegen. Au. 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 Sepp ist down. In einer Runde. Scheiße, das vergesse ich immer wieder, dass die Gegner genau wissen, wo sie gut treffen können. Auch wenn sie weiter wegstehen. Das vergesse ich immer wieder. 84. Schade. Die wollen nicht mehr. Hätte ich anders benutzen sollen, wahrscheinlich. Es könnte sein, dass einer meiner Backliner stirbt. Aua. Also die Wölfe waren heftiger als die davor gerade, halten wir es mal kurz fest. Sehr viel heftiger. Oh, den kann ich gar nicht sinnvoll wegstoßen, weil das ist immer noch eine Reichweite von dem. Okay, das haben wir schon mal. Was ist da oben noch ein? Ach, scheiße. Der flieht ja. Ich mich hier hinstellen und ihn tauschen. Fuck. Sollte ich jetzt noch machen. Zack. Dann ist er nämlich raus.
aus der Reichweite, dafür habe ich es ja geholt. Dafür habe ich es ja geholt. Dafür haben wir es doch geholt. Ich will, glaube ich, nicht zwischen zweien stehen davon. Ach scheiße, da kommt der nächste ran. Das ist shit. Komm ich nicht ran? No. Jetzt auch nicht. Ach scheiße. Der rennt. Aber du kommst an eh nicht an nichts anderes gerade ran. Mach ich mal den weg. Dann kannst du den nochmal attacken. Nope. Schade. So, nehmen wir mal mit dem. Du heilst dich mal im Zweifel. Was hast du hier? Minus 35% Hitpoints. Keiner ist am... Nee. Chillst mal ein bisschen und du piekst da rein. So, du kriegst den noch, oder? Nee, du kriegst den nicht mehr. Aber der kommt gleich zurück. Wisst ihr, ich sag, der kommt gleich zurück. Hab ich doch vorher gesehen. Sehr schön. Schade. Komm schon, dann wird... Wollte mich aber verkackeiern, oder? Gegner sind quasi besiegt und dann geht nichts mehr rein, oder was? Die sind komplett im Rennen und wir treffen sie nicht. Erst beim Weglaufen erwischen wir sie dann. Ja, geil. It's over. Brain Damage! Das, wobei das, der sollte, glaube ich, eigentlich mal ein... Ja, ist ein Märtyrer, ne? Ist halt ein Märtyrer. Brain Damage ist zum Glück nicht so schlimm, was die Combat Stats angeht, wobei ich ihn, glaube ich, eigentlich auf Dodge bauen wollte, aber das hat er alles noch nicht, also ist das nur halb so schlimm. So, tauschen wir mal, damit er sich wieder ein bisschen erholen kann. Dir geht's auch nicht so gut, tauschen wir dich mal wieder aus. Du hast jetzt minus Damage inflicted, das ist natürlich eklig. So, Ben, du solltest aber, glaube ich, ziemlich sicher Nimble nehmen. Wobei, nicht wenn du das hier anhast. Wie geben wir denn dann die gute 140er? Ne, 215 ist das sogar. Brauche ich mal viel Fatigue. Also Motor hat noch ganz gut Fatigue. Und bändig wird, wollen wir, glaube ich, darauf bauen, genau. Und Defense. Du wirst Nimble kriegen. Das heißt, du kriegst jetzt weniger Damage. Wir müssten aber eigentlich mit 13, wir könnten noch 2 Fatigue mehr irgendwo verbrauchen. Das wäre erlaubt. Ja. Aber du bist halt jetzt, wie gesagt, Nimble, 103 HP. Mit 37 Defense ist eigentlich. Overwhelm auch. Oh. So, bei Xedium Kultisten. Du bist ja von hinten am Reinslappen. Da hätte ich schon ganz gerne, dass du gut hittest. Bisschen mehr davon fürs Entwaffnen und mehr Ini fürs Entwaffnen. Ja. Was geben wir dir jetzt? Backstabber Dodge wahrscheinlich mal, damit du ein bisschen Defense kriegst. Die Alternative ist irgendwie nicht gut. Also wir brauchen weder Berserk, weil so oft vorbei... Ja doch, ein bisschen hittet er halt schon. Aber normalerweise killt er die Leute nicht. Meistens. Ja, wobei doch, er hat schon jede Menge Kills. Also Nimble und Battleforge kriegt er nicht. Headhunter weiß ich nicht. Berserk. Pff,
Nee, irgendwie nett. Oder? Könnte 9 Lives kriegen, damit er überlebt. Wenn er gehittet wird. Damit er noch eine Runde länger überlebt. Da sehe ich ihn vielleicht eher. Damit er uns nicht wegstirbt. Ja. So, da haben wir jetzt schon mal 9. Problem ist, wir sind ein bisschen mitgenommen von dem 9. Mit denen vielleicht ein bisschen mehr bei unseren Leuten bleiben hier. Whispering Hills, wo gibt's hier noch mehr? Hier unten irgendwo. Keine Ahnung, wo hier überhaupt noch Viecher sind. Wir hatten relativ viel Glück, dass wir überhaupt schon was gefunden haben. Wie gesagt, haben jetzt irgendwie um die 500 verdient. Aber die soll man nicht hunten. Forgotten Woodcutter's Home. Ist ja schön, dass wir das jetzt gefunden haben. Aber... wollte man nicht haben. Die suchen wir überhaupt nicht. Die können uns komplett egal sein. I don't know. Wo finde ich Viechter? Man kann das so. Wir haben jetzt auch eine dicke. Stimmt, die dicke Rüstung. Die hätte ich jetzt fast vergessen, jemanden zu geben. Masumoto wäre ein Kandidat. Der hat noch mit so die dicksten Reserven, was Ausdauer angeht. Oder Abbruch halt. Ich glaube, ich will lieber Masumoto behalten. Der ist noch ein 105er. Kriegst du wenigstens den 105er danach? Ein 80er und ein 70er, die wir hier haben. Übrig. Moment, ist das nicht sogar besser? Minus 4, minus 4, 80. Hier, Ben. Nachtseherer. Wir müssen mal safen wieder. Fast 20 Tage ohne Safe gespielt. Die Nachtseherer würden den Auftrag dann abschließen, würde ich mir behaupten. Wir doch nicht, am Strand fighten wir jetzt die Nachtseherer oder was? Okay, bis jetzt sind es hauptsächlich Low-Nachtseherer. Das ist dann vollkommen fein für uns. Ja, halt entsprechend auch. Okay, das sind die Stufe 2 Nachtseherer. Ah, da ist sogar ein Stufe 3er dabei. Uch. Können sogar bis hierhin laufen und ihn attacken, aber dann können sie halt komplett vorher attacken. Mit 2 in Stufe 3, ey. Die werden halt jetzt irgendjemanden von meinen guten Leuten fressen, das ist so ein bisschen mein Problem. Das ist so ein bisschen das Problem. Wir hätten natürlich die Hunde raustun können, aber die Hunde sind bloß im Zweifel weitere Kadaver, die sie benutzen werden, um sich hochzuleveln. Okay. Auch die Move One. Okay. Focus Fire! Moment. Wenn ich mich mit der Yushka reinslappen darf. Nee, wir warten noch mal kurz. Oh, ich dachte, du machst den jetzt weg. Shit. Jetzt aber. Danke. Wir wollen den jetzt nicht töten, ne? Weil der ist noch ein Level 1er, ein Lobob. Und wenn wir den jetzt töten, können wir da nicht drauf move wahrscheinlich. Deswegen, dass Probleme geben würde.
AfD haben alle schon wenig Bock. So, das mal so. Wir haben mit dem halt ein Problem, weil der viel mehr HP hat. Und weil der halt Leute fressen kann. Das ist das andere. Die Spearwall hat ihn relativ gut gehalten, da war nicht der Big Dude dran. Hat deswegen. Er wird es noch fressen, oder? Nee, er attackt nur erstmal. Ja. Wollen wir, glaube ich, mal ein paar Mal overwhelmen, den Guten. Und zum Bluten bringen, weil die halt keine Rüstung haben. Sehr gut für uns. Du wartest ab, würde ich sagen. Ich hoffe. Oh, scheiße. Der schon mit seiner Armor durch ist, ist kacke. Ja, jetzt wollen sie alle zu der Leiche. Scheiße. Scheiße. Revels ist gekillt worden. Ich will eigentlich nicht, dass sie da drauf moven dürfen. Ist so ein bisschen mein Problem. Und der versucht zu rennen. Scheiße. Das ist schlecht, dass er das versucht. Also einer von meinen versucht. Ja, genau das ist das Problem. Genau das ist das Problem. Und wenn er jetzt rennt, ist er tot. Das ist schlecht. Der stirbt da oben noch. Entwaffnen darf ich den nicht, ne? Und Overwhelm reicht irgendwie nicht aus, gefühlt. Ja, der nächste Dead. Der nächste Dead. Code Blue hat er downgestruckt. Nicht getroffen. Tatsächlich ein Problem. Haben wir den Großen, sehr schön. Müssen erstmal dafür sorgen, dass wir hier noch nicht noch mehr verlieren. Weil die könnten jetzt futtern. Die beiden, glaube ich, auch noch, oder? Ne, die stehen nicht auf Leichen, ne? Das ist schon ein krasser Unterschied zwischen den Rüstungen, zwischen den Rüstungsklassen, die ich hier dabei habe. Dass dich das nicht bothert, das irritiert mich. Der eine da. Der hier. Dem das egal ist, dass er so aufgeschlitzt wird. Noch dran? Nee. Ja, wir kriegen nicht alle. Wir kriegen nicht alle. Noch irgendwo Hunde, die wir setzen dürfen?
Haben wir. Wohin dürfen wir laufen, um den Hund noch zu setzen? Da. Den Hund dürfen wir nicht mehr setzen. Ja, nee, ist raus. Ja, gebrochenes Knie, damit ist Rebels raus. Gebrochenes Knie kann man nicht benutzen. Ja, es tut mir leid. Und nochmal ein nochmal ein Missing Ear. Missing Ear ist irgendwie unser Ding. Das sind so die Ohrlosen gefühlt. Aber wir haben 22 von 25 jetzt.